Guck nicht so. Da! Lass mich. Will der? Ich weiß, was ich will. Ja, das ist ganz schön auf. Na, na, lass mich meine Gänsearbeit vollrichten. So, ihr Lieben, wir starten heute mit einem neuen Spiel und zwar mit dem Untitled Goose Game vom House. Und zwar auf der Nintendo Switch. Dum-di-dum. Da ist der Screen. Untitled Goose Game von House. Credits. Ein Videospiel von und für und. So. Die Optionen. Musiklautstärke, Effektlautstärke, Sprache Deutsch, Rennen halten, Neigen halten, Flügel halten, Zoom halten, Vibration ein aus, Schrift kursiv oder einfach. Ich mache einfach, weil ich habe festgestellt, kursiv ist schwer zu lesen und Steuerung anpassen brauchen wir eigentlich nicht. Ja, also ist eigentlich relativ easy. Wird uns aber auch gleich gezeigt. Wir starten. Und zwar mit einem leeren Buch. Sehr charmant fängt das Spiel an, finde ich. Sehr, sehr schön. Bisschen leiser vielleicht die Kopfhörer machen, aber ansonsten. Wir starten auf einer wunderschönen kleinen Lichtung, wo eine Gans demnächst ein Dorf terrorisiert. Achtung, zum Schnattern Y drücken. Da ist er. Da. Feine Gans. Zum Rennen B halten. Behalten. Es ist ein bisschen schneller laufen, aber okay. Es zählt als Rennen. Wenn man hier runter geht, kriegt man den Blick auf diese Glocken, von denen ich keine Ahnung habe, was die zu bedeuten haben oder wie ich da hinkommen soll überhaupt. Aber anscheinend ist da irgendwas mit. Also jedes Mal, wenn man hier hingeht, werden diese Glocken gezeigt. Warum auch immer. So. Okay, zum Rennen B halten, das haben wir. ZL zum Neigen, damit man hier ja, sich auch irgendwo durchwurschteln kann. Zum Schnappen A drücken. Hat man ein Stiefelchen. Da komme ich gar nicht lang. Komme ich da echt nicht lang? Frechheit. Hier. Fahrradklingel. Hier eine Dose kann man aufheben. Da kann man den Wald schön sauber machen. Na, nach unten neigen, um Dinge aufzuheben. Haben wir gerade gemacht. Ne? Oh. Kann man nochmal. So. Tennisball aufheben. So. Oh nein, er ist mir runtergefallen. So. Ja, mit dem Tennisball ist halt scheiße, ne? Was ist hier? Hier ist nix. Kann ich hier pflücken? Nein, auch nicht. Dann darf das auch nicht liegen. So. Aha. Ach, der blöde Tennisball. Man kann ein bisschen mit dem Geschnatter seine Umgebung erkunden. So, hier müssen wir auch schon das Gelernte anwenden, natürlich. Ne. Da oben das. Mal beschnuppern. Naja, gut. Kann man wohl her. Ja gut, gehen wir planschen.
Ah, ist das schön hier, nicht? Hier ist der kleine Weiher auch schon zu Ende. Ja, ich kann auch meine Flügel zeigen. Das Rauch relativ schnell Ende. Oh, Leute beim Picknicken. Beachten mich nicht mal. Freche Leute. Wo komme ich da oben hin? Komme ich da rein? Na, nicht so richtig. Nur so ein Stück weit. Geht's aber ganz schön weit. Ah, oh, und hier ist zu Ende, ja? Aber hier kann man hoch. Hier war ich noch gar nicht. Aber hier ist auch abgeschlossen. Hier komme ich nicht lang. Hier kann ich aber später bestimmt noch Unfug machen. Haha, Gänseschnuller. Sehr schön. Nom, 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 nom. Bleh. Noch kann ich hier scheinbar nichts machen. Uiuiui, außer ins Wasser fallen. Na gut, dann gehen wir jetzt mal wieder dahin zurück, wo wir eigentlich hingehören. Wir sind ja eine folgsame Gans. Wir sind ganz schön folgsam. Oh, da hat man meine Hündin. La 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 la. Ich frage mich, hat die Aufnahme gerade auf Wiedersehen gesagt? Nein. Oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie einen kleinen Moment auf Wiedersehen gesagt. So, wir sind wieder an Land. Wo sind wir denn hier? Patsch, patsch, patsch. Wo geht's denn da lang? Da links war ich auch noch nicht. Also über die Brücke drüber. Wo können wir denn hier noch lang? Sehen wir uns mal ein bisschen hier um. Ah, abgeschlossen. Pah. Na gut. Dann müssen wir wohl endgültig jetzt uns beugen. Und hier an Land gehen. So, und hier haben wir jetzt eine kleine Aufgabenliste. Zack, Aufgaben. Geh in den Garten, mach den Gärtner nass, klau dem Gärtner seine Schlüssel, bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen, die Hake in den Teich, mach ein Picknick, das heißt, bring auf die Picknickdecke Sandwich, Apfel, Kürbis, Karotte, Marmelade, Thermoskanne, Radio und ein Korb. Das klingt easy. Das meiste haben wir hier. Gänse-Sandwich. Ich weiß, die Picknickdecke ist hier unten. Ich habe mir das vorhin mal angesehen, das Spiel. Um so ein bisschen zu begreifen, worum es geht. Aber es ist halt auch wirklich easy, weil es geht darum, eine asoziale Gans zu sein. Kennen vielleicht einige von euch schon. Hehe. Ich weiß gar nicht, ob der Apfel da auch drauf gehörte. So, oh, mir ist der Korb umgekippt. Egal. So, das war jetzt alles, was wir da hinpacken konnten. Vom Rasenmäher halten wir uns vielleicht fern. Wer weiß, wer weiß. So. Wenn ich das Radio hole, dann geht es an. Deswegen schlöre ich das Radio jetzt erstmal mit dem Sack hier hin. So. Dann kann ich es später auf die Decke holen, weil hier irgendwo ist Le Gärtner. Wenn der Gärtner da ist. Ups, machen wir mal hier. Offen. Meine Damen und Herren, der Gärtner. Guck nicht so. Ah. Ah.
Lass mich. Will der? Ich weiß, was ich will. Na, pass ganz schön auf. Na, na, lass mich meine Gänsearbeit vollrichten. Ich hab die ich hab sie nicht mehr. Ah, verdammt. Egal, ich hatte sie. So. Möhrchen. Möhrchen. Oh, Gärtner. Ich hab noch eine Möhre. Noch eine Möhre. Ich versteck mich im Beet. Schnell ins Beet. Zack. Der Gärtner weiß nie mehr, wo ich bin. Schnell verstecken. Habe ich eine Möhre für mein Picknick gefunden? So, müssen da alles drauf, sonst. Karotte, einen ganzen Kürbis brauche ich und Marmelade, Thermoskanne. Okay, ja dann. Legen wir mal los. Guten Tag, Gärtner. Oh, scheiße, der ist wieder scharf auf die Möhren. Ich muss in der Zwischenzeit volle Leistung hier bringen. Ja, ja, ist ja gut jetzt. Nein. Gibt's die Challenge, bring den Gärtner zum Kotzen? Boah, die Musik passt voll. Ja, ist ja gut jetzt. Ja, dann machen wir wohl den Gärtner mal nass, hä? So, schön, guck mal. So, während der Gärtner zugange ist mit seinem Kürbis, ich hoffe, jetzt ist nicht schon wieder das Bild eingefroren. Ich muss. Dann geht er in so ein Standby. Gibt's doch gar nicht. So. Während der mit dem ganzen Zeug zugange ist, muss ich das hier schon mal weiter. Na! Komm. Lass das. Lass den Kürbis in Ruhe. Ich hab deine Schlüssel. Die sind weg. So viel zu dem Thema. Ja, da guckst du jetzt, wa? Da guckst du. Kürbis. Los, komm schon. Oh, ganz schön schwer, so ein Kürbis. Ich hätte ihm gar nicht die Schlüssel abnehmen sollen. So kann man den... Ach, Mist. Ich muss ihm seine Schlüssel wiederbringen, glaube ich. Guten Tag. Weil wenn er die Schlüssel hat, kann ich ihn ablenken. Jetzt aber schnell hier durch. Muss ich mich aber hier sputen. Oh nein, er kann ja rein! Ich dachte, der kommt da gar nicht rein. Ha, der hat seinen Schlüssel gesehen. Hey, los, heb das auf. Schnell hier durch die Untiefen der Beete verschwinden. Ich brauche nur noch die Marmelade gleich. Dann haben wir es. Gar nicht so leicht, so ein Picknick. Gar nicht so leicht. Aber damit er nicht jetzt auch dran denkt. Nein. Guck mal hier.
Guck mal da. Guck mal da. Hm? Wo ist er hin? Komm, 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 schön weg vom Kürbis. Komm. Da. Jetzt dürfte er genug abgelenkt sein, dass ich mit dem Rest das Picknick schnell starten kann. Schnell die Marmelade. Lecker, lecker. Mmh, so. Das haben wir doch alles, oder? Fehlt noch ein Sandwich? Hat der ein Sandwich mitgehen lassen, oder was? Ich habe doch eins mitgenommen. Müssen beide? Das ist aber ein anspruchsvolles Picknick. So. Picknick ist gemacht. So, was haben wir jetzt? Wir gehen in den Garten, haben wir. Mach den Gärtner, das haben wir. Klau dem Gärtner seine Schlüssel, haben wir auch. Bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen. Okay, was haben wir hier? Achso. Mal kurz die Maus bewegen, nicht, dass das wieder ausgeht. Warum auch immer das ausgeht. Hake in den Teich. Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Machen wir Hake in den Teich. Naja, geh du mal und hol das Radio. Da ist die Hake. Uah. Ganz schön klobig, so eine Hake für eine Gans. Ganz schön laut, so ein Hund im Flur. Nee, 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 nee. Lass mich, lass mich. Lass mich. Blöder Gärtner. Nein, nein, nein. Nicht den ganzen blöden Weg wieder zurück. Die blöde Hake klauen. Los! Komm schon, nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Gleich haben wir es. Wir sind unbesiegbar. Wir sind eine Gans. So, sehr schön. Eine neue Aufgabe. Erstmal gucken, wo er jetzt ist hier. Wo ist er? Wo treibt er sich denn jetzt rum? Ist er denn? Ist er schon? Ah, er ist ja schon zugange. Ach so. Die neue Aufgabe ist, ihn dazu zu bringen, das weiß ich, das ist nämlich die letzte, die ich hier gemacht habe, bring den Gärtner dazu, sich mit dem Hammer auf den Daumen zu hauen. Oh. Ja, ja, mach du mal. Ich guck mal das genau an, was du jetzt machst. Achtung. Aua, das geht doch nicht. Trag doch mal den Hut. Ich weiß nämlich gar nicht wieder, wie man das jetzt macht mit dem Hut. Was haben wir hier noch? Was ist denn hier für ein Loch drin? Ach, ein geheimer Eingang. Guck mal. Das heißt,